So, guten Abend, Frauen und Eisprung. Wir wollen nicht im Krankenhaus sterben. Bonsoir, Monsieur, Dame, c'est des femmes et des œufs. On ne veut pas mourir à l'hôpital. Women and eggs, we don't want to die in hospital. Ich werde von einem angeblichen Rechtsanwalt aus Solingen-Gräfrath verklagt. Deshalb beschäftige ich mich mit den Themen Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung. Ich bin bei der Vorsorgevollmacht angekommen. Ich lese dazu das Vorsorgehandbuch der Verbraucherzentrale vor. Es ist die aktuelle Auflage, die dritte. Es stehen so ein paar Sachen da drin, die ich nicht nachvollziehen kann. In sich Geschäfte ist nicht umsonst schon falsch geschrieben. Da steht nur Schwachsinn. Ja, vielleicht nicht nur, aber da steht Schwachsinn. Aufbewahrung und Hinterlegung. Änderung und Widerruf der Vollmacht sind die... beiden Themen, die jetzt anstehen. Weiter geht das Vereinbarung zwischen Vollmachtgeber und Bevollmächtigten im Innenverhältnis. Da werde ich heute nicht mehr zukommen. Das ist was für Sonntag. Und dann ist das auch schon zu Ende. Ich bin momentan auf der Seite 35, das geht bis 42 und dann kommt auch schon die Betreuungsverfügung. So. Aufbewahrung und Hinterlegung. Ich fange mit einem Schluck Bier an. Bier mit Wasser. Die Eiswürfel sind schon geschmolzen. Die Heizung ist angesprungen. Aufbewahrung. Tropfen im Buch. Aufbewahrung und Hinterlegung. Der Bevollmächtigte muss die Originale der Vollmacht vorlegen, um sie nutzen zu können. Daher sollte er die Originalvollmacht erhalten, und zwar am besten gleich mehrere unterschiedene Exemplare. Die frühzeitige Übergabe der Originalvollmacht hat den Vorteil, dass sich der Bevollmächtigte in einer Akutsituation schnell gegenüber allen relevanten Stellen ausweisen und sofort dringend anstehende Entscheidungen treffen kann. Tipp. Notieren Sie sich, wer wie viele Exemplare der Vollmacht erhalten hat. Behalten Sie für sich selbst eine Kopie, um zwischenzeitlich nachlesen zu können, was genau in der Vollmacht steht. Falls Sie befürchten, der Bevollmächtigte könnte die Vollmacht frühzeitig und gegen Ihren Willen einsetzen, haben Sie die Möglichkeit, das Dokument einer anderen vertrauenswürdigen Person, zum Beispiel einem Freund oder dem Notar, auszuhändigen. Das unterstreiche ich mal. Ach ja, Jungen und Mädchen aus Höchscheid, lasst die Finger von Vollmachten. Ich will sowas nicht. Und ihr wollt das auch nicht. So. Diese Person wird angewiesen, unter welchen Bedingungen sie das Original an den Bevollmächtigten weitergeben darf. Allerdings sollten Sie bei derartigen Zweifeln darüber nachdenken, ob Sie den Bevollmächtigten richtig gewählt haben oder doch besser einen gerichtlich kontrollierten Betreuer bestimmen. So.
Seit einigen Jahren besteht die Möglichkeit, Vollmachten in einem elektronischen Register der Bundesnotarkammer erfassen zu lassen. Allerdings werden weder das Original der Vollmacht aufbewahrt noch alle inhaltlichen Details erfasst. Es handelt sich vielmehr um eine Datenbank, in der festgehalten wird, wer wem eine Vorsorgevollmacht für welche Lebensbereiche erteilt hat. So. Das ist das, was der mir angeboten hat, und ich wollte zum Thema Patientenverfügung beraten werden. Das unterstreiche ich jetzt einfach mal. Und er hat mir dazu so einen Vordruck gegeben, der so dermaßen unverschämt ist, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Das Allerschlimmste ist, er wusste nicht mehr, wo. Auf dieses Register können die Vormundschaftsgerichte via Internet zugreifen und prüfen, ob bei einer anstehenden Entscheidung eine Vertretungsperson für den Betroffenen benannt ist und deshalb auf eine Betreuung verzichtet werden kann. Andere Personen oder Institutionen, etwa Anwälte, haben keinen Zugriff auf die Datenbank. Wer sicher gehen möchte, dass eine Vollmacht bekannt ist, kann eine Kopie in seinen persönlichen Unterlagen aufbewahren. So, hier mache ich mal ein dickes Ausrufezeichen dran. Ich möchte an der Stelle sagen, ich will keine Vollmacht. Ich habe auch nichts unterschrieben. Mich regt es auf, wenn man zu einem Thema beraten werden will und dann wird einem irgendeine Scheiße aufgeschwatzt. Es ist einfach nur illegal und rechtswidrig und man wird auch noch unter Druck gesetzt. Das Arschloch schuldet mir auch noch was. Das ist das Allerschlimmste. Der Typ ist einfach nur kriminell und gehört in den Knast. Der sollte nie wieder ein Schild Rechtsanwalt an seine Tür kleben dürfen. Und dass der Mitglied in dieser Kackkammer ist, die wirklich nur Kriminelle schützt, damit meine ich die Rechtsanwaltskammer, Nordrhein-Westfalen, ist der allergrößte Skandal. So. Tipp, ich glaube, ich höre jetzt gleich auch wieder auf und mache eine neue Folge. Mit dem nächsten Thema. Ich habe mich zu sehr aufgeregt. Die Registrierung im Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer ist entweder über das Internet www.vorsorgeregister.de oder per Post möglich. Je nach Inhalt und Art der Meldung, Internet, Post sind einmalig Gebühren von mindestens 13 Euro fällig. Auch Notare, Anwälte und Betreuungsvereine können dort Eintragungen vornehmen. Da wollte, dass ich zu einem Notar gehe. Und da wäre ich weiter bequatscht worden. Sie hätten mich einfach nur um mein Geld betrogen. Ich bin mir da sicher. Der Typ ist ein Arschloch. So. Ich höre jetzt hier auf. Oder. Ach, ich mache weiter. Ist eh nicht mehr so viel. Änderung und Widerruf der Vollmacht. Finger weg von Anwälten aus Solingen, ich sag's nicht. Ich sage wirklich nichts mehr dazu. Ich sage auch zum hiesigen Amtsgericht gerade besser nichts. Änderung und Widerruf der Vollmacht. Eine Vorsorgevollmacht lässt sich jederzeit ändern oder widerrufen. Vorausgesetzt, der Vollmachtgeber ist weiterhin voll geschäftsfähig. Sind nur kleine Änderungen notwendig, können Sie diese direkt in die vorhandenen Originale einfügen oder unter den ursprünglichen Text schreiben. Diese Ergänzungen sollten allerdings möglichst nicht auf einem neuen Blatt anfangen, damit der Zusammenhang mit der Vollmacht erkennbar bleibt. Stehen größere Änderungen an, wird die alte Vollmacht am besten widerrufen und eine neue aufgesetzt. Möchten Sie einen
neuen Bevollmächtigten einsetzen, sollte die ursprüngliche Bevollmächtigte eine Kopie des Widerrufs erhalten. Achten Sie darauf, alte Fassungen einzusammeln und zu vernichten, damit nicht verschiedene Versionen der Vollmacht im Umlauf sind. Um den Überblick zu behalten, empfiehlt es sich, die Originale oder Kopien nur an wenige Personen zu verteilen. Aktualisierte Fassungen sollten deutlich mit einem Datum gekennzeichnet sein. Haben Sie eine neue Vorsorgevollmacht erstellt, müssen Sie diese wieder an die gewählten Vertrauenspersonen verteilen. So. Dann geht es mit dem Innenverhältnis weiter. Das reicht für heute. Ich mache morgen weiter. Ich habe noch ein paar Tage Zeit. Bis zum Gütetermin. Mal schauen, ob das Arschloch überhaupt auftaucht. So, tschüss. Ja.